Freut euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nah. Der Wochenspruch des vierten Advents ruft uns zur Freude auf. Und das ist nicht einfach in dunklen und bedrohlichen, bedrückenden Zeiten. Wir sollen nicht die Augen verschließen von der Wirklichkeit, aber wir sollen uns keine Angst machen lassen. Wir sollen vertrauen, dass Christus die Freude der Welt ist in allem Leide. Und so ruft uns der Spruch, weil er weiß, wie schwer es ist, zur Freude zu kommen, einfach doppelt auf. Abermals sage ich euch, freuet euch. Und der Herr ist nah. Wann ist er so nah wie heute, am vierten Advent, wo wir früh noch Advent feiern und abends schon die Geburt unseres Herrn? Er ist geboren. Freut euch. Halleluja. Freut euch in dem Herrn, alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nah. Allen einen gesegneten vierten Advent. Musik.